Ist Tanzverbot pleite? Vor einiger Zeit hat Tanzverbot im Stream erzählt, dass er zwei große Steuerzahlungen an das Finanzamt leisten muss. Ob Tanzverbot jetzt wirklich pleite ist und wie das passieren konnte, das erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Tanzverbot hat gerade im Stream erzählt, dass er einmal einen sechsstelligen und einmal einen fünfstelligen Betrag an das Finanzamt zahlen musste. Ich blende den Ausschnitt am besten einfach mal ein. Das Finanzamt hat mich Ende des Jahres 2021 richtig von hinten genommen und mir einfach mal sechsstellig vom Konto abgebucht. Das hat mich richtig in die Knie gezwungen. Und anstatt dass jetzt erstmal wieder Ruhe ist, wird mir jetzt wieder fünfstellig abgezogen. Dicker, ich hab keinen Bock mehr. Das heißt, Tanzverbot musste einmal einen sechsstelligen und auch einmal einen fünfstelligen Betrag ans Finanzamt zahlen. Im gleichen Stream erzählt er übrigens auch, dass der fünfstellige Betrag für die Umsatzsteuervorauszahlung ist. Erstmal bin ich irgendwie dazu verpflichtet, irgendeine Umsatzsteuervorauszahlung an das Finanzamt zu überweisen, aber ich glaube, das hatte ich schon. Und der sechsstellige Betrag eine nachträgliche Vorauszahlung oder er weiß es selber nicht so genau ist. Ja, sechsstellig, weil ich 3 Jahre nachzahlen musste oder vorauszahlen musste. Nicht nachzahlen, ach, keine Ahnung. Und für dieses Video können wir den fünfstelligen Betrag, also die Umsatzsteuervorauszahlung, einfach mal ausklammern. Das hat er bezahlt, das ist fein, das ist auch der niedrigere Betrag. Aber gerade der hohe Betrag, also der sechsstellige Betrag, ist der Grund, warum schon unglaublich viele Influencer pleite gegangen sind. Man hört ja immer mal wieder, dass Influencer pleite gehen oder große Probleme mit dem Finanzamt haben. Und es gibt da so einen Effekt, der regelmäßig eintritt bei Selbstständigen, der jetzt auch bei Tanzverbot eingetreten ist und der kann finanziell wirklich gefährlich werden. Falls es dazu kommt, dass ich abstürze. Ihr wisst schon, es sind tausende YouTuber sind schon abgestürzt. So, den einzigen Unterschied, den ich zwischen mir und anderen YouTubern sehe, ist, dass ich mit Geld umgehen kann und ich keinen extravaganten Lifestyle pflege mit Partys, wo ich 5000 Euro in die Luft schmeiße oder sowas. Und ich weiß, was Steuern sind. Ich weiß, was Steuern sind. So, und das wussten die auch nicht. Verdienen 100.000 Euro, geben 100.000 Euro aus. Warum so viele Influencer wegen der Steuer pleite gehen und was bei Tanzverbot genau passiert ist, das erkläre ich dir jetzt mal im Detail. Tanzverbot hat im gleichen Stream übrigens auch erzählt, wie sein Einkommen sich so über die Jahre verteilt hat. So hat er zum Beispiel gesagt, dass er im Jahr 2019 echt wirklich gut verdient hat, also ein sehr hohes Einkommen hatte. Das Problem bei mir war, dass ich nach 2019 berechnet wurde. 2019 habe ich sehr viel Geld verdient. Dann aber in den folgenden Jahren, also in 2020 und 2021, niedrigeres Einkommen hatte. Und nach diesem Maß wurde ich berechnet für die vorausstehenden Jahre. Das bedeutet, ich musste Geld ans Finanzamt zahlen, was ich gar nicht umgesetzt habe. Weil 2020 war eh Flaute, wegen Ex-Freunden nur rumgeheult, nichts hochgeladen. Es lag bei ihm jetzt an privaten Gründen, aber ganz ehrlich, ist es vollkommen egal, warum du in einem Jahr mal mehr oder weniger verdient. Jeder Selbstständige kennt das, dass man mal mehr und weniger verdient. Bei anderen Leuten lief es 2019 gut und 2021 halt wegen Corona schlecht. Das heißt, der Effekt des schwankenden Einkommens, den kennen sehr viele Selbstständige. Und in solchen Situationen gibt es eine Steuerfalle, die sehr, sehr schnell zuschnappt. Und zwar hat es was mit den Vorauszahlungen zu tun. Genauer gesagt mit den Einkommensteuervorauszahlungen. Denn mit jedem Einkommensteuerbescheid, den du als Selbstständiger bekommst, werden sogenannte Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt. Du musst 4-mal im Jahr eine Einkommensteuervorauszahlung leisten. Und zwar in Höhe von 1/4 der letzten Steuerschuld. Das heißt, wenn du einen Einkommensteuerbescheid bekommst für ein Jahr und du in diesem Jahr insgesamt 100.000 Euro Einkommensteuer zahlen musstest, dann werden die Vorauszahlungen immer 1/4 davon betragen. Das heißt, 100.000 Euro durch 4 sind 25.000 Euro. Du zahlst dann für die Einkommensteuer alle 3 Monate 25.000 Euro voraus. Und das so lange, bis du irgendwann mal wieder einen neuen Steuerbescheid für das nächste Jahr bekommst. Und in diesem neuen Steuerbescheid wirst du dann ja entweder eine Nachzahlung bekommen oder eine Erstattung. Und in diesem Bescheid stehen dann auch neue Vorauszahlungen. Das heißt, auch deine vierteljährlichen Vorauszahlungen, die 25.000 Euro betragen haben, werden entweder nach oben oder nach unten angepasst. Das hat Montana Black in seinem Stream eigentlich schon ganz gut erklärt. Angenommen, Max und ich haben beide 2 Millionen verdient im Jahr 2021 und verdienen im Jahr 2022 aber nur noch die Hälfte. Die Vorauszahlung wird aber an dem berechnet, was du 21 verdient hast. Das heißt, viele sind dann, oder viele Unternehmen oder viele Einzelunternehmen sind manchmal dann gar nicht imstande, die Vorauszahlung in diesem Jahr zu tätigen, weil ihre Einnahmen weniger geworden sind. Und das ist, nee, ich will nicht sagen dumm, aber das Finanzamt ist das schon sehr schwierig in manchen Aspekten. Also solange du gleich verdienst ungefähr, ist es ja gar kein Problem. Aber sobald der Lohn halt niedriger wird, kannst du halt auch nicht mehr diese Vorauszahlung tätigen. Es gibt also mit jedem Steuerbescheid für dich als Selbstständiger 3 Szenarien. Das erste Szenario ist eigentlich das beste Szenario. Du hast ein relativ konstantes Einkommen. Das heißt, du verdienst jedes Jahr ungefähr gleich viel. Das führt dann dazu, dass deine Einkommensteuervorauszahlungen, die du quartalsweise zahlst, ziemlich genau sind. Mit dem nächsten
nächsten Steuerbescheid musst du auch nicht mit einer großen Nachzahlung oder Erstattung rechnen. Die Vorauszahlungen passen ziemlich genau. Es kann aber auch sein, dass dein Einkommen schwankt, wie zum Beispiel bei Tanzverbot. Was verdienst du im Monat? Das ist unterschiedlich. Das kommt ja ganz darauf an, was man tut. Aber ich habe zum Beispiel keinen einzigen Werbevertrag. Null. Null Werbeverträge. Und dadurch habe ich schon erstmal kein gesichertes Einkommen im Monat, wie andere. Der hat einmal ein sehr, sehr hohes Einkommen gehabt. Und das führt dann dazu, dass du sehr hohe quartalsweise Vorauszahlungen hast und in den nächsten Jahren verdienst du aber für weniger. Das heißt, du zahlst die ganze Zeit viel zu viel Steuern voraus und musst die ganze Zeit arbeiten, um irgendwie diese Steuerzahlung zu finanzieren. Das hat den ganzen Vorteil, dass du in der nächsten Steuererklärung allerdings mit einer Erstattung rechnen kannst. Das andere Szenario ist, du verdienst in einem Jahr ganz wenig, das heißt, die Vorauszahlungen werden sehr niedrig angesetzt. Du verdienst in den folgenden Jahren aber tatsächlich viel, viel mehr. Das Ganze führt in der Regel dann dazu, dass du zwar ein gutes Einkommen hast und prozentual echt wenig Steuern zahlst. In diesen Fällen läufst du aber in die riesengroße Gefahr, in der nächsten Steuererklärung, also mit dem nächsten Steuerbescheid, eine riesengroße Nachzahlung zu bekommen. Schauen wir uns diesen ganzen Mechanismus und wie das Ganze funktioniert einfach mal anhand von dem Beispiel von Tanzverbot an. Ich möchte an dieser Stelle dringend hinweisen, dass wir nicht der Steuerberater sind von Tanzverbot, deswegen kenne ich nicht die echten Zahlen. Aber mit seinen Informationen lässt sich das hervorragend erklären, was da genau passiert. Und in dieser Gefahr sind tatsächlich nicht nur alle Content Creator und Influencer, sondern alle Selbstständigen mit einem, ja, ich würde mal sagen, flexiblen Einkommen. Tanzverbot hat irgendwann mal einen Steuerbescheid 2018 bekommen und in diesem Steuerbescheid standen auch Vorauszahlungen. Und diese Vorauszahlungen hat Tanzverbot jetzt die ganze Zeit quartalsweise bezahlt. Und Ende 2021 hat Tanzverbot den Steuerbescheid für 2019 bekommen. Zugegebenermaßen, das ist ein bisschen spät. Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich manchmal ein bisschen viel Zeit lasse? Oder wieso kommt sowas zustande? Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, ob Tanzverbot seine Buchhaltung pünktlich macht oder nicht. Wir wissen jetzt, Tanzverbot hat Ende 2021 den Steuerbescheid für 2019 bekommen. Und in diesem Steuerbescheid hat das Finanzamt herausgefunden, dass nachgezahlt werden muss. Ich kenne die exakte Zahl nicht, aber gehen wir mal von 40.000 Euro aus. Das heißt, Tanzverbot musste 40.000 Euro nachzahlen für 2019, aber erst Ende 2021 kam der Bescheid und erst Ende 2021 musste er es tatsächlich auch bezahlen. Jetzt passiert aber was ziemlich Fieses, weil Tanzverbot sitzt nicht einfach nur Ende 2021 da mit einem Steuerbescheid von 40.000 Euro und muss dann 40.000 Euro nachzahlen. Das Finanzamt sieht jetzt ja, oh, wir haben offensichtlich 40.000 Euro zu wenig Steuern pro Jahr bekommen. Das heißt, das Finanzamt möchte jetzt auch 40.000 Euro pro Jahr mehr Vorauszahlungen haben für die Einkommensteuer. 40.000 Euro durch 4 Quartale sind 10.000 Euro. Das heißt, das Finanzamt möchte jetzt in den Quartalsvorauszahlungen 10.000 Euro mehr pro Zahlung haben. Und das Ganze wäre ja irgendwie auch zu verkraften, wenn das gilt ab dem Datum des Steuerbescheides. Das ist aber nicht so, weil das Finanzamt geht jetzt nicht hin und sagt, naja, wir sehen, du hast zu wenig vorausgezahlt, zahl bitte ab jetzt mehr voraus. Nee, das Finanzamt geht jetzt hin und sagt, naja, das war der Steuerbescheid von 2019. Aber seit 2019 sind ja schon wahnsinnig viele Quartale passiert. Und zwar erstes Quartal 2020, zweites Quartal 2020, drittes und viertes, erstes Quartal 21, dann das zweite und dritte und vierte Quartal. Das heißt, 8 Quartale sind jetzt ja schon vergangen seit 2019. Das heißt, Tanzverbot sitzt jetzt nicht einfach nur da mit einer 40.000 Euro Steuernachzahlung für 2019, sondern das Finanzamt geht auch hin und sagt, wir wollen gerne auch 10.000 Euro pro Quartal mehr haben. Und zwar auch rückwirkend, und zwar seit 2019. Das heißt, für die 8 Quartale, die seitdem vergangen sind, wollen wir bitte auch jeweils 10.000 Euro haben. Das bedeutet, dass Tanzverbot in seinem Steuerbescheid nicht nur 40.000 Euro Steuernachzahlung für 2019 hat, sondern auch nochmal 80.000 Euro an nachträglichen Vorauszahlungen. Das Wort ergibt im normalen Sprachgebrauch überhaupt keinen Sinn. Entweder ist das nachträglich oder voraus. Im Steuerrecht gibt es das aber, nachträgliche Vorauszahlungen. Und die sind wahnsinnig gefährlich und führen auch bei Tanzverbot dazu, dass er nicht 40.000 zahlen muss, sondern plötzlich 120.000. Und das gilt leider auch für alle anderen Selbstständigen. Und es ist durchaus nachvollziehbar, warum Tanzverbot das auch nicht so ganz versteht, nachträglich voraus irgendwie gezahlt werden muss. Nachzahlen musste oder vorauszahlen musste. Nicht nachzahlen, ach, keine Ahnung. Und das Ganze führt halt leider dazu, dass sich die Vorauszahlungen, mit denen er vielleicht auch gerechnet hat, so sehr multiplizieren, dass sie ziemlich, ziemlich existenzbedrohlich sind. Ich habe mich vielleicht doch ein bisschen überschätzt von dem, was ich finanziell stemmen kann, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und diese ganze Situation ist aus verschiedenen Gründen echt gefährlich. Der erste Grund ist, es ist relativ schwierig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Geld man eigentlich für die Steuer zur Seite legen muss. In Deutschland haben wir einen progressiven Steuertarif. Das heißt, die ersten 10.000 Euro Einkommen, die sind meistens steuerfrei. Darauf musst du gar keinen
keine Steuern zahlen. Das heißt, dein Steuersatz ist 0%. Wenn du denn aber ganz, ganz, ganz viel verdienst, dann zahlst du ungefähr 50% Steuern. Das heißt, du zahlst immer irgendwas zwischen 0% und 50%. Und es ist wahnsinnig schwierig, im Kopf einen Überblick zu behalten, wie viel du jetzt zur Seite legen musst. Weil das ändert sich ja auch mit jeder Ausgabe und jedem Einkommen. Und der zweite Grund, warum das Ganze echt gefährlich ist, das Finanzamt ist da relativ strikt. Wenn du dann Steuerbescheid bekommst und da steht beispielsweise 120.000 Euro drauf, dann musst du 120.000 Euro zahlen. Banken geben dir dafür in der Regel keinen Kredit, weil das ist keine Investition. Das sind ja nur die Steuerzahlungen für die Vergangenheit. Das heißt, da kann man auch keine Rendite erwarten. Und wenn du das Finanzamt nicht bezahlst, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt eine Zahlungserinnerung und eine Mahnung und dann kommt die Pfändung und dann ist dein Konto zu. Und dann hast du ein richtig großes Problem. Und drittens brauchst du in dieser zugegebenermaßen echt scheiß Lage meistens Hilfe. Und zwar in der Regel von einem Steuerberater. Das Problem ist, der Steuerberater hat gerade ordentlich Arbeit für dich investiert, indem er die Steuererklärung gemacht hat, eventuell mit dem Finanzamt kommuniziert hat und so weiter. Das heißt, der Steuerberater hat gerade ordentlich Arbeit gemacht und auch der Steuerberater schickt dir in der Regel gerade in diesen Zusammenhängen eine ordentliche Rechnung, die du auch noch zusätzlich bezahlen musst. Wie gesagt, ich will euch nicht vollheulen, mir geht's nicht schlecht. Mir geht's gut, aber es sind einfach Zahlen, die ich sehe, die von meinem Konto abgehen. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Es freut mich zunächst erst einmal zu hören, dass Tanzverbot offensichtlich genug Rücklagen hatte. Er hat zwar gesagt, dass das Ganze echt hart war und dass das deutlich mehr war, als er erwartet hat, aber er war in der Lage, diese Steuern zu bezahlen. Das sind schon mal sehr, sehr gute Neuigkeiten. Denn viele Content-Creator und viele YouTuber sind genau in dieser gleichen Situation gewesen und waren da nicht in der Lage, die Steuern zu bezahlen. Und die sind jetzt halt pleite, sind nicht mehr da oder zahlen noch Monate und Jahre lang ihre Steuerschuld ab. Und das gilt nicht nur für Content-Creator und YouTuber. Das gilt für alle Selbstständigen mit einem schwankenden Einkommen. Das heißt, das kennt wirklich fast jeder. Und wenn du es noch nicht kennst, dann hast du vielleicht einfach Glück gehabt bisher. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist denn die Lösung dafür? Und mein erster Lösungsvorschlag geht an dich, liebes Finanzamt. Also, falls irgendjemand von der Finanzverwaltung, der irgendwas zu sagen hat, das mal sieht, hier mein Vorschlag. Nachträgliche Vorauszahlung ist genau das, was vielen Leuten das Genick bricht. Es reicht doch vollkommen, wenn du einen Steuerbescheid bekommst, eine Nachzahlung hast für ein Jahr und dann ab dem Datum des Steuerbescheids, die Vorauszahlungen nach oben angehoben werden. Das heißt, du bekommst deinen Steuerbescheid, zahlst die Steuern nach und weißt, dass du in Zukunft mehr vorauszahlen musst. Das ist doch fein. Das Ding ist, dann hast du ein paar Monate in die Zukunft Zeit und kannst auch erstmal arbeiten und dieses Geld auch zurücklegen. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, dieses Geld zu erwirtschaften. Diese nachträglichen Vorauszahlungen, die brechen einen wirklich das Genick und die müssen meiner Meinung nach auch gesetzlich abgeschafft werden, weil das wirklich ein großes Insolvenzrisiko ist. Natürlich arbeiten die meisten von uns jetzt nicht in der Finanzverwaltung. Was ist denn für jeden Einzelnen von uns die Lösung? Und da gibt es zwei Lösungen. Und der erste Vorschlag, der ist ein bisschen langweilig, das ist so dieser Strebervorschlag. Du kannst einfach deine Steuererklärung pünktlicher machen. Also schneller nach einem Jahr. Tanzverbot hat fast 2 Jahre gebraucht, bis er diesen Steuerbescheid bekommen hat. Und das führte dann dazu, dass er nachträglich für 8 Quartale vorauszahlen musste. Und ich dachte gerade schon, dass ich jetzt übelsten Ärger vom Finanzamt bekomme. Ja, ich habe doch alle Sachen bis März abgegeben. Eigentlich muss ich jeden Monat alle Sachen abgeben. Aber glaubt ihr, ich krieg das hin? Ich verstehe gar nicht, wie mein Steuerberater immer noch cool mit mir sein kann. Wir haben letztens telefoniert. Ja, du, kannst du dich noch an die E-Mail erinnern, die ich dir vor 4 Monaten geschickt habe, wo ich gesagt habe, du sollst endlich weitermachen? Wenn du das Ganze aber sofort machst, dann reden wir vielleicht über 1 oder 2 Quartale. Das heißt, das summiert sich eigentlich gar nicht so auf. Aber es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, die du auch nutzen kannst, auch wenn du deine Steuererklärung später abgibst. Und zwar kann man die quartalsweisen Vorauszahlungen für die Einkommensteuer ziemlich einfach nach unten anpassen lassen. Wenn du es unbedingt brauchst, auch nach oben. Aber lieber Tanzverbot, es wäre wirklich einfach gewesen, dem Finanzamt nachzuweisen, dass du zwar in 2019 gut verdient hast, aber in 20 und 21 weniger verdient hast. Müsstest du nicht Ahnung haben? Sehe ich aus wie jemand, der Ahnung hat? Da reicht in der Regel ein einfacher Brief ans Finanzamt oder eine E-Mail mit einer ganz simplen Kalkulation, was für einen Gewinn du in den Jahren erwartest, also in 20 und 21 und welche Steuerlast daraus resultiert. Und dann senkt das Finanzamt tatsächlich auch die Vorauszahlungen ab. Und dann würde es dazu führen, dass du beispielsweise keine 120.000 Euro zahlen musst, sondern nur noch 50 oder 60.000 Euro. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dich auf dieses riesengroße Problem nachträgliche Vorauszahlung aufmerksam machen oder du verstehst jetzt endlich, warum die letzte Steuernachzahlung so unglaublich hoch war und auch so viel höher war, als du erwartet hast. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und versuch dir gerne weiterzuhelfen. Abonnier auch gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft solche Videos gerne sehen möchtest, rund um das Thema Steuern, Buchhaltung für Selbstständige und Freiberufler oder schau einfach jetzt sofort schon weitere Videos auf diesem Kanal, wie zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Also bezahlt und habt keinen Stress mit dem Finanzamt.
Das kann ich euch nahelegen.